Ich besitze ein Komica Boom XD Funkmikrofonset. Von der Konzeption her und von dem Produktdesign her ist das auch sehr gelungen. Allerdings hat es ein ganz, ganz großes Problem. Es funkt im 2,4 GHz Band und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich regelmäßig Störgeräusche auf meinen Aufnahmen hatte. Dafür gab es allerdings zwei völlig unterschiedliche Fehlerquellen und die schauen wir uns im Video an und wir schauen uns auch an, wie wir diese beheben können. Fehlerquelle Nummer 1. Der Empfänger oder der Receiver sind einfach viel zu nah am Aufnahmegerät. Ich habe den Zoom H1N als Aufnahmegerät verwendet und habe jetzt hier extra mal nicht das Klinkekabel eingesteckt. Am Ausschlag für die Anzeige der Lautstärke kann man sehen, wie stark das Brummen ist. Ich möchte euch das jetzt bewusst nicht aufs Ohr legen. Ich werde es mal kurz einspielen, so hört sich's an. Das war's jetzt aber auch schon mit dem Brummen, denn angenehm ist das nicht, wie ihr gerade festgestellt habt. Bewege ich mich also in der Nähe meines Zoom H1N mit dem Receiver oder mit dem Transmitter, dann habe ich eine gute Chance, dieses schreckliche Geräusch auf meine Aufnahme zu bekommen. Gut, die Lösung ist offensichtlich einfach weiter weg damit, aber das ist gar nicht so einfach, denn die mitgelieferten Kabel sind relativ kurz. Wenn wir schon beim Thema Kabel sind, schließen wir doch mal eins der mitgelieferten Kabel an. Und was ihr jetzt sehen könnt, ist, dass ich jetzt immer noch, wie vorhin auch, das Brummen habe, wenn ich es nebendran lege. Jetzt passiert aber was Spezielles. Ziehe ich das Spiralkabel in die Länge, also erhöhe eigentlich die Entfernung zwischen den beiden Geräten, dann gehen die Pegelausschläge deutlich nach oben und bleiben konstant auf ihrem Level. Ich bin kein Elektriker und ich habe auch nicht so wirklich viel Ahnung von Funkwellen, aber meine Interpretation wäre, dass wir so ein bisschen eine Antenne aus dem Kabel jetzt gemacht haben. Der Gag ist nämlich, dass wenn ich einen Kopfhörer mit Klinkeanschluss in den Empfänger stecke, da kann ich einfach das Signal abhören, habe ich dieses Brummen noch nicht drauf. Das kommt erst bei der Aufnahme in irgendeiner Form drauf oder halt durch das Kabel. Für beide Probleme habe ich aber eine Lösung. Ich habe ein ganz, ganz billiges Klinkekabel von einem Bildschirm noch rumfliegen gehabt. Das hat am Ende und am Anfang solche Ferrit- oder Magnetkerne, die sich um das Kabel legen. Ich weiß nur, dass das irgendwas mit der Abschirmung zu tun hat und das scheint auch irgendwie besser zu funktionieren. Lege ich das Gerät direkt nebendran, habe ich natürlich wieder meine Ausschläge auf der Anzeige. Entferne ich jetzt aber mit dem langen Kabel das Gerät, dann werden die Ausschläge immer geringer, bis sie am Ende weggehen. Solltet ihr vor ähnlichen Problemen mit eurem Funkmikrofon stehen, dann probiert doch mal diesen Trick aus, einfach bessere Kabel zu verwenden, geschirmte Kabel zu verwenden. Vielleicht kann das ja schon bei der Aufnahme helfen.